Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Horses. Wir haben in der letzten Folge von Star Stable Horses unser kleines Curly Horse zu uns in die App geholt. Falls ihr gerade nicht wisst, was Star Stable Horses ist die App von Star Stable. Und da könnt ihr Pferde hochziehen bis auf Level 10 und könnt sie dann für denselben Preis, wie die Rasse im Spiel kostet, ab Level 10 oder beziehungsweise mit Level 10 dann ins Spiel holen. Wie gesagt, haben wir uns Onyx Ocean geholt. Er ist ein kleines Curly Horse. Wird 850 Starcoins kosten, wenn er bei uns im Spiel ist. Ich habe natürlich gestern den kleinen Buben komplett versorgt. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass er jetzt Level 4 wieder ist und ich jetzt wieder irgendwelche Sachen machen muss. Ich finde es ein bisschen komisch, denn ich habe ihn natürlich komplett fertig versorgt. Also jetzt bin ich richtig, richtig gespannt, Leute, ob ich jetzt hier Probleme bekomme, weil ich überspringe die Zeit nicht oder so. Das wird mich jetzt mega aufregen, weil ich habe ihn gestern versorgt, bis er müde war. Habe ihn dann noch auf die Koppel gepackt und ich logge mich jetzt gerade ein und ja, er ist wieder bei Level 4. Was ein bisschen eigenartig ist, Leute. Was ein bisschen eigenartig ist. Okay, er ist jetzt Level 5 und wir können ihn jetzt weiter versorgen. Wunderbar. Ihr hattet mir gesagt, ich kann ihn auch auf der Koppel lassen. Dann wird er aber trotzdem innen drin versorgt. Deswegen mache ich das gerne lieber, wenn ich ihn versorge, dass ich ihn einfach reinhole in die Box und ihn dann von da versorge. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber für mich fühlt sich das irgendwie natürlicher an. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, außer natürlich, euer Pferd lebt im Offenstall, dann ist es natürlich absolut normal, dass ihr das im Offenstall versorgt. Also meine Stute, die hat die meiste Zeit ihres Lebens im Offenstall verbracht. Und als sie dann ein bisschen älter war, habe ich sie dann in Box und Ganztageskoppel gestellt. Denn im Winter hat sie einfach immer sehr, sehr schnell gefroren, auch mit Decke. Und ja, ich meine, wenn Pferde mal ein bisschen älter sind, da brauchen die halt spezielle Fürsorge sozusagen, aber Casey ist eigentlich fast ihr ganzes Leben im Offenstall gestanden, was ich persönlich tatsächlich für die Pferde am natürlichsten finde. Wichtig ist aber natürlich auch der Koppelgang, egal ob man einen Offenstall hat oder eben auch eine Box. Und ja, ich weiß nicht, deswegen mache ich das so. Ich habe keine Ahnung, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Ich stelle mich immer ein bisschen an bei den Hufen. Hufe sind irgendwie, also ich habe heute ein bisschen Probleme mit Blue Stacks, Leute. Ich habe heute Morgen mit meinem Clubby ein bisschen in Horse Riding Tales gespielt und hatte da auch richtig Probleme mit Blue Stacks. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Blue Stacks buggt heute irgendwie bei mir. Es gibt aber auch kein neues Update oder so. Ich habe das Update schon vor ein paar Tagen gezogen gehabt. Ich habe absolut keine Ahnung. Du kleiner süßer Bub. Und guck mal, wie schnell ich das jetzt gemacht habe. Das war toll, oder? Also ich hätte gesagt, das habe ich gut gemacht. Und alle so, ach, Sandy, aber ich, ne, was sollen wir denn machen? Wir sehen Onyx Ocean jetzt gleich erwachsen. Ich freue mich einfach mega, Leute. Ich glaube, mit Level 6 wird er schon groß. Und das dauert nicht mehr lang, Leute. Dann ist er groß und erwachsen. Und dann werde ich ihn morgen nochmal im Off versorgen. Und am Montag holen wir ihn bereits ins Spiel, Leute. Ich finde den schwarzen Curly einer der schönsten Curlys. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich habe das, glaube ich, im letzten Video schon gesagt. Ich fand die meisten Blacks oder finde die meisten Blacks im Spiel gar nicht so mega krass besonders. Besonders bis auf meine Fly, also bis auf meine Quarterstute. Aber der Curly, ich habe den gesehen, dachte mir so, oh mein Gott, ich brauche ihn in meinem Leben, Alter. Und naja, habe mich dazu entschlossen, dass ich ihn wahrscheinlich auf Sandy Iron Man kaufen werde. Denn die Sandy, die ist, glaube ich, die einzige von meinen drei Lifetime-Accounts, die kein Curly hat. Und von daher werde ich ihn da holen. Ich muss mal ein bisschen wieder mehr mit Sandy spielen. Aber im Moment, wie gesagt, ist einfach Zeit tatsächlich das größte Problem, das ich habe, weil man kann, ne, man hat nur so und so viel Stunden Freizeit und da wird es oft schwierig. Oh Gott, Leute, ich glaube, er wird jetzt erwachsen. Ich glaube, er wird jetzt erwachsen. Oh mein Gott, da ist er. Er ist erwachsen geworden. Oh mein Gott, aber Leute, bei mir hat es leider gebuggt. Guckt mal, wir können ihn jetzt gerade nicht auf Level 7 bringen. Was ein bisschen weird ist, Leute, weil eigentlich waren wir ja 5 und wir müssten eigentlich jetzt ihn bis Level 7 bringen. Also irgendwas, Leute, buggt da leider Gottes bei mir. Das heißt, ich habe auch ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, ob ich ihn dann am Montag schon kaufen kann oder nicht. Weil es kann sein, dass ich dann bei Stufe 9 hänge.
was mich echt mega, mega aufregen würde, weil wir können ihn ja jetzt leider auch nicht mehr weiter versorgen, Leute. Das ist richtig schade und ich habe ihn gestern versorgt. Also ich habe ihn komplett versorgt. Das backt tatsächlich leider einfach. Ich hätte gesagt, wir geben ihm trotzdem einfach noch ein paar Äpfelchen. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch Probleme hattet bei dem Curly mit der Versorgung. Weil das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, dass wir ihn jetzt nicht bis Level 7 trainieren können. Denn das hatte ich tatsächlich eigentlich vor im heutigen Video, Leute. Wenn wir schon nicht versorgen können, dann gehen wir trotzdem einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen mit ihm. Und gucken ihn einfach an, wie mega knuffig er ist, oder? Oh mein Gott, er ist einfach so zuckersüß, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde ihn so besonders und so schön. Und dieses fluffige Fell. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das ja jetzt nur Star Stable Horses ist. In-game wird er noch tausendmal süßer aussehen. Ich finde ihn einfach nur so schön, Leute. Dann hätte ich gesagt, packen wir ihn auf die Koppel zu unserem Quarter. Wo ist unser Quarter? Ich weiß gar nicht, wie unser Quarter heißt. Ich glaube, Blue oder so hieß unser Quarter. Und da sind die beiden Grazien. Ja, Blueblood heißt er. Guckt mal, Blueblood ist Level 10 und Onyx Ocean leider, Leute, nur Level 6. Also richtig, richtig eigenartiger, komischer Bug, Leute, dass das zurückgesetzt wird und ich dann mein Pferd nicht bis Level 7 leveln kann. Keine Ahnung, was da los ist, Leute. Ich hoffe, dass ich am Montag den kleinen Buben dann kaufen kann. Und hätte ich gesagt, das war's mit dieser Folge. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!